Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Jonetz und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Manga-Ersteindruck. Heute mal mit einer anderen Hintergrundkulisse, weil ich mir am ehesten gedacht habe, ach, mein Bücherregal wird auf Dauer langweilig. Darum habe ich mir hier das Kallax ein wenig schön hergerichtet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und ja, heute gibt es mal wieder einen gesponserten Ersteindruck und zwar diesmal von whatsappjohnny.de. Dieser hat mir nämlich den ersten Band von Licorice Recoil zur Verfügung gestellt vom Panini Verlag, wo ich erst ein wenig gespannt drauf war und diese Kooperation ist in dem Fall auch für euch noch interessant, denn falls ihr noch nicht bei whatsappjohnny.de bestellt habt und es gerne mal ausprobieren wollt oder allgemein gerade irgendwie einen Kleinigkeit benötigt, schaut unbedingt mal in der Videobeschreibung nach, da ist einerseits dieser Manga verlinkt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr über meinen Link bestellt, weil dann wisst ihr, dass die Kooperation was bringt. Und gleichzeitig mit dem Code FREELECTOR bekommt ihr bis einschließlich 15.08. kostenlosen Versand. Egal, ob ihr nun für 5 Euro oder 30 Euro einkauft, ihr werdet so oder so kostenlosen Versand bekommen. Das ist doch, denke ich mal, erfreulich. Und ja, dem Johnny, dem hilft's auch. Und ja, Licorice Recoil. Ach ja, der ist das schöne Ding. In Licorice Recoil dreht es sich halt um unsere Hauptcharakterin Takina, die einer geheimen, das heißt Geheimorganisation. Geheimorganisation ist das falsche Wort, die halt einer Organisation angehört. Wobei doch, sie ist eigentlich so ein bisschen geheim. Und zwar Direct Attack. Die halt Schülerinnen, also Waisen aufnimmt und diese dann zu, ja, eine Spezialeinheit, hauptsächlich zum Töten, ausbilden. Die sogenannten Licorice. Also halt, für die Leute, die es nicht wissen, Licorice ist einfach der Fachbegriff für die Spinnenlilie, die bekannteste Blume wahrscheinlich, die man durch Anime kennen kann. Und ja, das Problem ist, Takina ist so ein kleiner Problemfall und hat bei einem Einsatz, ist mal ehrlich sein, richtig hart verkackt. Also wirklich so richtig hart verkackt. Daraufhin wird sie halt versetzt und soll nun mit Chisato, das ist die blonde Frau hier vorne, zu zusammenarbeiten, die zwar auch als Problemfall gilt, jedoch gleichzeitig auch als die beste Licorice überhaupt. Und Takina ist so ein bisschen so, what? Und ja, von da an verfolgt man das Abenteuer dieser beiden doch sehr unterschiedlichen Mädchen. Und ja, zu den Grundinformationen. Die Zeichnungen stammen von Yasunori Baisen. Das ist das Deutschlanddebüt, die Story von Spider Lily. Bislang gibt es von dieser Manga-Fassung 4 Bände. Das Ganze basiert nämlich auf dem gleichnamigen Anime, Licorice Recoil, von, ich glaube, A1 Pictures war es aus dem Jahre 2022, war damals richtig groß. Erscheint halt beim Panini Verlag für 8,99 €. Hat dafür allerdings sowohl diese Farbseite wie auch diese Farbseite. Schön, schön, schön. Und ja, es ist halt ein Taschenbuch, 152 Seiten, dazu komme ich gleich noch zu sprechen, ist noch übersetzt von Jens Osser. Und nun zu meiner Rezension. Ich bin ehrlich, ich war gespannt, weil Licorice Recoil, das war so ein Original-Anime, den man 2022 sehr viel gesehen hat. Auch heutzutage gibt es noch jede Menge Merch, was regelmäßig rauskommt. Und ich so, ja, keine Ahnung, will ich vielleicht mal gucken. Ja, dann sehe ich so, okay, Panini hat jetzt einen Manga rausgebracht. Ich bin hier eigentlich eher so der Manga-Typ. Also, komm, schauen wir mal, was das Ding hier taugt. Und eigentlich hat es für mich schon vieles, was es für einen zum Hit-Manga ausbaut. Einerseits süße Mädchen, die dann gleichzeitig mit Waffen herumhantieren. Ich meine, was will man mehr? Dieses, ne? Allein ganz zu Beginn schön mit der MG. Come on! Das ist. Ah, das. Da bin ich doch direkt mit dabei. Und da einfach diese Diskrepanz zu haben, dass du einerseits diese süßen Mädchen, die halt so gesehen Schülerinnen sind, die gleichzeitig dann mit krassen Waffen und alles herumhantieren und Leute abmetzeln fürs Gute vermeintlich. Das ist so eine Diskrepanz, die. Ah! Lieb ich. Lieb ich einfach total. Nur das Problem ist eben, es ist eine Adaption eines Anime. Da stellt sich natürlich die Frage, hat es genug Charme für sich selber dazustehen oder
ist es letztlich einfach nur eine Adaption von vielen. Und meine Antwort darauf ist schwierig. Denn zumaßen, ich hatte Vergnügen mit dem Manga. Weil einerseits hat man halt die Charaktere Takina mit dem MG, was ich euch eben gezeigt habe. Aber come on, das ist cool. Ich bin Mann, okay? Es ist manchmal sehr einfach, mich glücklich zu stellen. Und da reicht es manchmal einfach, ein cute Girl mit einem fucking Maschinengewehr zu haben. Das reicht mir oft schon, okay? Auch wenn ich sogar sagen muss, ich bin ja eher ein Fan von Chisato, weil die so ein bisschen das Denki Girl, ein bisschen Airhead-mäßig ist, die dann gleichzeitig aber super krass drauf ist. Das gefiel mir. Also wirklich, ich mag Chisato jetzt schon extrem. Dazu hat der erste Band auch schon ein bisschen so eine etwas größere Story aufgebaut. Also man weiß schon, da wird die Story hingehen. Das ist leider nicht schon das dem Problem, was viele andere Manga haben oft, dass der erste Band so, ja, keine Richtung vorgibt. Und ich habe auf jeden Fall Bock zu sehen, wo die Story selber hingeht. Doch hier kommt eben das große Problem. Denn warum sollte ich nicht einfach den Anime schauen? Denn zum Beispiel ich habe Crunchyroll. Ich habe den Channel bei Amazon Prime abonniert. Ich weiß, Skandal, ich nutze Crunchyroll, aber als Anime-Streaming-Dings ist er okay. Da gibt es auch genug zu kritisieren, aber das ist für ein anderes Video. Und dementsprechend könnte ich Licorice Recoil zum Beispiel deutlich günstiger konsumieren und hätte halt das Original. Denn ja, ich glaube, Crunchyroll kostet aktuell eine Subscription 7 Euro. Hier kostet nur der erste Band 9 Euro. Das ist natürlich bitter. Vor allem, gut, es hat bislang 4 Bände, läuft noch. Also, keine Ahnung, es wird jetzt nicht allzu lang gehen. Gehe ich mal einfach von aus. Und ich glaube halt einfach, dass die Manga-Fassung von Licorice Recoil wirklich nur was für diese Hardcore-Licorice-Fans ist. Also wenn ihr mehrere Chisato-Takina-Figuren zu Hause habt, allgemein den Anime übelst gehypt habt, ja, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, euch den Manga zugute zu finden. Es ist halt einfach eine Adaption des Anime, so wie ich das mitbekomme. Also es scheint keinen eigenen Content irgendwie hervorzubringen, was natürlich dann auch so, hey, du kennst den Anime, dann brauchst du den Manga nicht. Du kennst die Story schon. Und ich sag mal, für neuen Content wird es wahrscheinlich die Anthologien letzten Endes geben, die halt auch nochmal ein ganz anderes Level von What the Fuck ist. Also Panini hatte ja die Manga-Fassung angekündigt, damit fängt es jetzt an. Und jetzt jeden Monat startet eine andere Anthologie, wobei die letzte Anthologie im November, glaube ich, in einem Band beendet war. Also wirklich, wir kriegen 3 verschiedene Anthologien. 2 davon sind rein, die eine ist mit 3 Bänden beendet, die andere läuft sogar noch. Das, ja, wir kriegen auf jeden Fall genug Licorice. Und dann ist das hier, fürchte ich, halt die Fassung, auf die man am ehesten halt verzichten kann. Denn, ja, was soll ich bloß sagen? Ich meine, gut, das Artwork, habt ihr schon gesehen, ist für eine Manga-Fassung eines Anime solide. Also wirklich, da kenne ich weitaus Schlechteres. Aber ja, ich habe halt auch ein paar Szenen aus dem Anime gesehen und auch da, der Anime sieht halt einfach de facto besser aus. Deswegen weiß ich nicht, was ich von dieser Manga-Fassung eben halten soll. Es scheint wirklich einfach nur was für große Fans zu sein. Wenn ihr in das Franchise einsteigen wollt, dann schaut halt den Anime. Und dann hören die Probleme halt noch nicht auf, weil man hat dann einerseits halt noch die deutsche Fassung, die, ach, es ist Panini. Das ist ein leidiges Thema, Panini. Denn einerseits Papier, gut, ist Panini, das Panini hat mit das schlechteste Papier im Schnitt. Hayabusa ist auch leider Gottes inzwischen sehr nah da dran, gerade mit den großen Modellen, aber es fühlt sich halt einfach nicht so wertig an und gerade im Vergleich zu zum Beispiel einem Dokiko, einem Egmont, ist es halt, naja, aber man weiß halt, wenn man Panini-Manga sammelt, worauf man sich einlässt, aber dann, der Druck ist auch leider Gottes typisch für Panini auf einigen Seiten ein bisschen verschmiert. Ist auch schon öfter vorgefallen.
Und dazu finde zumindest ich, dass die deutsche Übersetzung sich echt hölzern liest. Also keine Ahnung, ob es in dem Fall wirklich am Original liegt oder halt an der deutschen Übersetzung. Aber ich fand, das war, ja, keine Ahnung, es hat sich so, ja, falsch angefühlt, das so zu lesen. Also da gab es so einige Sätze, wo ich mir dachte, das würdest du doch keiner sagen. Aber ja, was ist denn nun mein Fazit zu Licorice Recall? Die Story würde ich für ihn erstmal eine 7 von 10 geben. Zumal mein Leseerlebnis ist eben dadurch gedrückt worden, dass es letzten Endes, finde ich, sich sehr hölzern gelesen hat. Deswegen als Gesamtfazit würde ich halt so eine 6 von 10 anstreben. Das Artwork ist solide, keine Frage. Ich mag die Charaktere. Aber ganz ehrlich, dann greife ich lieber zum Anime und zu den Anthologien, als dass ich zwingend hierfür dann immer 9 Euro, was gerade bei der sehr, sehr dünnen Seitenanzahl halt echt bitter ist. Also, komm mal, 9 Euro bei 150 Seiten, das ist, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja auch noch ein größeres Franchise ist. Es ist kein Nischentitel, um Gottes Willen, wo man sagen könnte, ja, okay, macht Sinn. Nein, es ist, ja, einfach zu teuer. Es ist zu teuer. Deswegen tut mir auch leid an Johnny. Er hat mir ja extra ein Rezensionsexemplar gegeben. Aber ich kann hierfür so spontan keine Empfehlung raushauen. Wenn ihr Fans von Licorice Recall seid, merkt euch am besten einfach die Anthologien vor. Könnt ihr auch zum Beispiel bei Johnny bestellen. Oder eine der vielen anderen wirklich guten Reihen, die es vielleicht auch zum Beispiel bei Panini gibt. Zum Beispiel Honeko, großartig. Aber das, ja, wenn ihr nicht gerade ein Riesenfan seid, könnt ihr es ignorieren. Trotzdem, herzliches Danke an Johnny fürs Sponsoren. Denkt dran, falls ihr noch nie bei ihm bestellt habt oder allgemein gerade einfach irgendwie ein Band benötigt, denkt an den Code FREELECTOR. Holt mich hier raus. Entschuldigung. Damit kriegt ihr bis einschließlich 15.08. den Versand geschenkt. Und wenn ihr bestellt, bitte über den Link, damit wir sehen können, hey, ist dies eine Art der Kooperation, die für Johnny eben auch was bringt. Und ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt ihr Licorice Recall gelesen? Wenn ja, wie fand ihr ihn? Habt ihr ihn vielleicht auch als Anime gesehen? Wenn ja, wie gut ist denn der Anime? Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.